Im Oktober hier bei der UNO Genf, während des europäischen Anti-Menschenhandel-Tag, betonte diese Konferenz die dringende Notwendigkeit eines besseren öffentlichen Bewusstseins für diese moderne Form der Sklaverei. Die österreichische Botschaft, der Heilige Stuhl und der Malteserorden waren einige der Organisatoren der Veranstaltung. Im Jahr 2016 wurden täglich weltweit 45 Millionen Menschen zum Opfer und die Zahl steigt. Gibt es Lösungen, praktische Umsetzungen, wie man dagegen vorgehen kann? Was wir zuerst tun müssen, ist, das Bewusstsein zu schärfen. Schärfen des Bewusstseins, weil viele Menschen das ignorieren oder sagen, ja natürlich, es gibt so etwas in dem einen oder anderen fremden Land, aber hier natürlich nicht. Und das ist leider nicht so. Denn sogar in der Schweiz, meinem Heimatland, und sogar in meiner Heimatstadt Genf, und ich will andere Länder und Städte nicht erwähnen, gibt es heute schon mehr Sklaven als je zuvor. More slaves today than we ever had. Ich weiß alles über euch. Entgegen des weit verbreiteten Missverständnisses müssen also Menschen nicht unbedingt über Grenzen hinweg transportiert werden, damit der Menschenhandel stattfindet. 43% der Opfer findet man im Inland, innerhalb der nationalen Grenzen. Some of those networks of traffickers. Einige dieser Netzwerke von Menschenhändlern sind doch bekannt. Man hat dort sogar UN-Friedenstruppen. Man hat Satelliten, die überwachen, was los ist. Warum können wir also diese Menschenhändler nicht vor Gericht bringen? Vor ein nationales Gericht oder vor ein internationales Strafgericht? Verstehst du das? Menschen sind die Opfer vieler unterschiedlicher Formen der Ausbeutung, wie zum Beispiel Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Haushaltsknechtschaft und Zwangsorganentnahme. In diesem Film haben Organhändler Jean-Claude Van Damme eine Niere gestohlen. Dieser Film ist eine gelungene Mischung aus publikumswirksamer Aktion und Bewusstseinsbildung gegen Organhandel. Wo ist meine Niere? Unter Menschenhandel versteht man die Rekrutierung, Beherbergung oder den Transport von Menschen in eine Situation der Ausbeutung unter Anwendung von Gewalt, Täuschung oder Zwang, gegen ihren Willen zu arbeiten. Sklavenarbeit. Wir sprechen hier über die Auswirkungen von jemandem, der diese Sklavenarbeit verursacht hat. Und das ist der Verbraucher, der ein Produkt kauft und es damit ermöglicht. Wir sprechen also von uns selbst als Befähiger und Beteiligte. Ich meine, niemand würde das wahrscheinlich so sehen, aber das ist wirklich die Realität. Ja, das stimmt leider. Einer der Vorschläge, die wir in New York gemacht haben, und wir sind nicht die einzigen, ist, dass wir sklavenfreie Labels brauchen. Wir haben grüne Etiketten. Wir sollten rote Etiketten haben, damit die Menschen sich bewusst darüber sind, wenn sie zum Beispiel billige Shorts kaufen, wenn sie billige Produkte kaufen, es fast sicher ist, dass sie durch Sklavenarbeit hergestellt wurden. Ihr seid hier herzlich willkommen und habt mit Mr. Youssef einen der besten Vermittler in Jordanien ausgesucht. Danke, danke vielmals und du bist ja so süß. Marivik, bring mein Feuerzeug. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt Menschenrechte gibt. Bestimmt nicht, vielleicht in Europa. Aber nicht im Mittleren Osten. Wir feiern, wir unterstehen uns, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu feiern, während hier eine massive Verletzung der Menschenrechte stattfindet, die Sklaverei. Also das nächste wäre natürlich der Völkermord. Denn in einigen Teilen der Welt, und ich will keine Namen nennen, aber in einigen Teilen der Welt sind Menschenhandel und Völkermord nicht weit voneinander entfernt. Herr Botschafter, wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg und hoffen, dass wir mit unserem kleinen Interview bei unserem Publikum ein wenig Aufmerksamkeit erweckt haben und es zum Nachdenken angeregt haben, welches Produkt es das nächste Mal kauft. Und schauen Sie sich genau an, woher es kommt. Tun Sie sich den Gefallen, besonders als Katholiken, als Christen. Vielen Dank. Danke. Also während des Weihnachtseinkaufs denken Sie daran. Wenn Sie Geschenke für Ihre Lieben oder jemand anderen kaufen, es könnte erzwungen hergestellt worden sein. Nämlich
durch Sklavenarbeit.